Mein Name ist Simon. Ich bin Martin. Wir zwei haben vor einem Jahr eigentlich die ähnliche Fahrt gemacht, wie wir jetzt heute auch wieder gemacht haben. Nach dem Zürichfest sind wir direkt gestartet in unsere Ferien. Weil er eben ein neues Auto hatte, haben wir gedacht, ja, könnten wir eigentlich einen Roadtrip machen. Dann haben wir uns extra eine neue Kühlbox besorgt für den Kofferraum. Ja, und dann sind wir eigentlich gestartet, am Sonntagmorgen, glaube ich, auch. Das ist eigentlich so wie heute. Von Zürich hier rauf, in die Berge, über den Pass. Ja, und die Natur und ein bisschen Kurven fahren, ein bisschen schneller Kurven fahren. Das ist lustig. Und der Umbrail war so die letzte Etappe, die noch auf Schweizer Boden war, bevor wir dann nach Italien sind. Und von Italien sind wir nachher weiter auf Frankreich und auf Spanien. Und dann wieder von Spanien über Frankreich zurück in die Schweiz. Super, es war total idyllisch. Also, man hat irgendwie das Gefühl, man ist völlig weg vom Schuss. Aber ja, es ist eigentlich immer noch ja, auf Schweizer Boden. Man kommt immer noch mit dem Auto durch. Man hat sich schon überlegen, ob die Kühe jetzt plötzlich auf die Straße kommen. Also, die einen Kühe sind dann auch wirklich auf der Straße gehockt. Und ja. Wir haben schon schauen und vorsichtig sein, dass dann nicht plötzlich ein cooles Auto reinläuft. Vor allem habe ich ihm nachher gesagt, ja, jetzt ein bisschen langsamer fahren, damit man mal ein paar Bilder machen kann. Dort haben wir zwar noch nicht gewusst, dass wir dir mal auf Valle alla Suisse zeigen werden. Aber es war auf jeden Fall lustig. Ja. Merci Mazda und Valle alla Suisse, dass wir das hier machen durften. Es war cool. Und ich hoffe, dass auch noch viele andere da Spass haben werden, hier ein bisschen durch die Schweiz zu cruisen. Ja, merci vielmals. Es war eine super Fahrt. Danke Valle alla Suisse und gute Reise. What am I, Swiss, my Swiss?